Die Schweiz, ein Land wie aus dem Bilderbuch und ein absoluter Traum zum Wandern. Also bin ich einfach mal auf einen Schweizer Berg draufgelaufen und nehme euch mit auf dieses Abenteuer. Heute wandern wir auf den Berg Gramont drauf am Genfersee und jetzt geht's los. Also das gefällt mir ja jetzt schon mal. Klares, köstliches Trinkwasser. Let's go. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich schwitze. Ein bisschen. Aber die Anstrengung sollte sich schon nach einer Stunde lohnen. Also Leute, guckt euch mal bitte diese Aussicht an. Und dann geht es da oben rauf. Überleg mal, du wohnst einfach hier. Nach gerade mal 400 Metern Aufstieg stand man schon an einem wunderschönen Bergsee. Es gibt anscheinend zwei Wanderungen auf den Gipfel rauf. Einmal eine bisschen entspanntere, auf der befinde ich mich jetzt gerade. Und nochmal eine, die ein bisschen mehr eine Gratwanderung ist. Aber erstmal machen wir die entspannte Route und dann schauen wir uns oben die Gratwanderung an. Wow. Das ist ja mal ganz nett hier, würde ich sagen. Ab jetzt liegen nur noch 2,5 Kilometer und 500 Höhenmeter zwischen mir und dem Gipfel. Wenn die Kuhglocken einfach bis hier oben hört. Das kommt auf der Kamera jetzt wahrscheinlich nicht rüber, aber mein Gott, geht das hier steil bergauf. Ich weiß nicht, dass ich gerade hier bin. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade eine Bergziege gesehen. Hallo? Seht ihr da vorne den Weg? Das ist der, den wir wahrscheinlich zurücklaufen können. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Da ist er, der Kollege. Und ich denke, es geht genau da hoch, da an der Kante. Ein bisschen schade, dass es nicht darauf geht, aber das wäre ein bisschen too much. Der sieht auch ziemlich cool aus. Und es ging immer weiter den Berg rauf. Und ich sag euch, dieses Feeling in den Bergen, von diesen Giganten umgeben zu sein, das ist so ein Gefühl der Freiheit. Ich lege hier wirklich ein ganz, ganz gemütliches Tempo an den Tag. Weil es hier jetzt gerade wirklich... Oh, ich sehe ihn gerade zum ersten Mal. Das ist der Genfersee. Alter Schwede. So, da oben geht es jetzt hoch, darüber, die Aussicht hier auf den Genfersee, guckt euch das an, wie blau das Wasser auch ist und wie steil es hier runter geht. Alter. Und als wäre die Aussicht nicht schon genug, kam dann auch noch Rocky vorbei. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Rocky. Oh ja, nach 4 Stunden sind wir gleich endlich am Gipfelkreuz. Da oben ist es. Und obwohl am Gipfelkreuz Anfang Juni noch ein bisschen Schnee lag, konnte man ganz entspannt in kurzer Hose und T-Shirt da rumsitzen. Und wir sind beim Gipfelkreuz angekommen. Let's go! Das hier ist auf jeden Fall mein Lieblingsaussichtspunkt von der Tour. So, wir lassen den schönen Gipfel hinter uns, machen uns auf den Weg nach unten, aber diesmal auf dem anderen Weg, denn da vorne habe ich den Trail gesehen und der sieht ziemlich gut aus. Also werden wir den mal austesten. Oh yeah! So, hier muss man sich jetzt echt gut konzentrieren, weil sie jetzt links und rechts echt
gut runter geht. Aber der Weg, der ist top. Nur Höhenangst wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Vielleicht wird es wahrscheinlich hier unten lang gehen. Und dann dort hinten den Weg weiter. Hier führt jetzt echt so ein ganz kleiner, süßer Pfad runter. Der ist zwar ziemlich steil, aber hier sind so eine Art Trittstufen, kann man schon fast sagen. Die machen das Ganze dann doch ziemlich entspannt. Und ja, sieht aus, als würde es hier so eine riesige Wiese runtergehen. Junge, 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 eins sage ich euch. Das geht in die Knie. Halleluja. Auch wenn ich das hier so ganz entspannt erzähle, gab es schon ein, zwei Stellen, an denen auch mir die Knie ein bisschen gezittert haben. Also ganz so ohne war der Weg auch nicht. Sieht auch ziemlich mächtig aus, so hier das Teil. Hier kann man sich das doch gut gehen lassen. Was ein Weg, Hammer. Seht ihr hier, da an der Kante ging es lang die ganze Zeit. Okay, jetzt geht's richtig bergab. Auf geht's. Okay, wenn man sich das jetzt von hier anguckt, das ist ja echt ein bisschen wahnsinnig. Seht ihr den Weg, der da lang geht? Von da kommen wir. Von da ganz oben. Ist mir gerade eine Russin entgegengekommen. Und sie rennt hier einfach runter. Ich hoffe, man sieht sie noch. Die hat Ausdauer. Halleluja. Jetzt sind wir wieder auf ein bisschen befestigteren Wegen. Nicht mehr so schmale Wege oben, sondern wieder ganz entspannte. Mal gucken, was uns da gleich erwartet. Hinter der Kurve. Vielleicht ja sogar der See. Und jetzt? Ah, da unten ist der See. Oh ja, jetzt kommt der schön entspannte Weg hier über die Wiese, über diese endlos riesige Wiese. Let's go! Ich finde es so verrückt, was so ein paar Höhenmeter, also ein paar hundert, ausmachen von der Temperatur. Oben war der Wind schon wirklich richtig frisch und hier ist jetzt richtig angenehm, perfekte Temperatur. Was hat der See bitte für eine unglaublich krasse Farbe, kann mir das mal einer sagen? Boah, seht ihr das? Alter, ist der riesig, das Berg. Ich glaube, irgendwo in die Richtung müsste auch der Mont Blanc sein. Jo. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Die Route über den Grat zurück, das würde ich keinem absoluten Wanderanfänger empfehlen. Und da sollte man auch wirklich gute Schuhe anhaben. Und das Wetter checken, auf jeden Fall das Wetter checken, weil so ein Pfad in nass, das ist nicht gut. So verrückt, wie schnell sich die ganze Umgebung hier ändern kann. Eben riesige Wiese, dann auf einmal Geröllfeld, jetzt sind wir mitten im Wald. Das ist halt auch so ein bisschen ein inoffizieller Weg hier. Hier muss man so ein bisschen gucken, wo es lang geht. Hier sind keine Schilder oder sowas. Aber ich meine, das sieht man ja. Das sieht man ja. Oh, ist das angenehm, im Flachen zu laufen. Ich glaub's ja nicht. Meine Knie lieben es. Also wenn es einen abwechslungsreichen Weg gibt, dann ist es der hier. Da hat mir gefühlt alles dabei. So Freunde, das war's aus der wunderschönen Schweiz. Da oben sind wir hoch über den Berg zurück. Das war ein absoluter Traum. Wandern ist geiler, als man denkt. Bis zum nächsten Mal.